Es muss eine Art politische Zwangshandlung sein, die dazu führt, jedes sich bietende Mikrofon anzusprechen. Eine Meisterin der verbalen Dauerberieselung ist zweifellos Claudia Roth. Kaum ein Thema ist vor den Betroffenheitsergüssen der grünen Mitfühlerin sicher. Zuletzt musste die Türkei dran glauben. Claudia und der Halbmond, halten Sie durch. Politiker erklären die Weltlage. Heute Claudia Roth und die Türkei. Die Türkei ist für mich zweite Heimat. Ich mache seit 20 Jahren Türkei-Politik, das ist viele Jahre. Und ich liebe die Menschen in der Türkei und ich liebe die Konflikte in der Türkei. Es gibt immer wieder Probleme, immer wieder Konflikte. Mir gefällt in der Türkei Sonne, Mond und Sterne. Mir gefällt Wasser, Wind. Mir gefallen die Mese. Mir gefallen Kichererbsenpüree. Mir gefallen Börek. Ich kann gute Börek machen. Herand ist mein Freund und die Türkei ist meine Freundin. Und jetzt kämpfe ich mit den Freunden von Herand, dass diese Türkei eine demokratische Türkei ist. Danke sehr, sehr nett. Dankeschön. Danke. Sonne, Mond und Sterne.